Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Ist wieder soweit, neuer Tag, neues Glück, sagt man ja so schön, ne? Und hier schauen wir einfach mal rein, was uns gestern noch so widerfahren ist. Ja, ihr seht, levelmäßig geht's langsam voran, aber ist auf einem gewissen Level einfach ganz normal, ne? Also, wenn ihr selber so hoch kommt, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das dauert denn so schon mal seine paar Tage, vor allen Dingen, ah, Schmutz. Wenn man halt so oder so auf Gold geht, einfach um seine Stats zu erhöhen. Mal gucken, bald werde ich auch wieder auf EP gehen. Aber ich denke mal, ich will hier noch auf 10 Millionen gehen. Ach, auf 10.000 Punkte. Ja, moin, 10 Millionen. Und dann werde ich, denke ich, umswitchen auf EP oder so, damit ich da vorankomme, weil ihr seht es ja, man braucht halt ein paar Punkte, bis man den Level up ist. Ja, Festung geht langsam voran, Arbeitsquartier jetzt auf Stufe 13 am Ausbauen. Ansonsten ist hier alles gechillt. Ich habe jetzt einfach normal gemacht über Held anlocken, alles andere war mir zu kritisch. Nach gestern. Das war mir ein bisschen zu wild. Ja, ansonsten, ihr seht, ich habe den Volltrakt ausgebaut. Bin jetzt bei der Goblin-Grube dran. Und werde dann, denke ich, auch den Wächter dann ausbauen auf Stufe 9. Und ja, mal schauen, was denn noch so kommt. Ah, ist halt auch mega teuer, oder? Aber es sieht nice aus. Auch hier der Eingang jetzt auf Stufe 10, mega cool. Oder hier der Sehnextraktor auf 10, auch mega nice. Also optisch ist das schon mega, was bei rumkommt. Was geht in eurer Arena, Freunde? Würde mich mal sehr interessieren, wie es da bei euch aussieht. Kümmert ihr euch darum? Ist euch das egal? Ich bin jetzt halt kurz davor, hier den nächsten Step zu machen. Ich denke, das wird heute Abend der Fall sein, dass ich da... Ich weiß gar nicht mehr, was nach Octillion kommt. Kommt da schon... Entweder Septillion oder die Dezillion kommen da. Ich weiß es gar nicht, aber ich lasse mich da sehr überraschen. Klicke jetzt einfach mal durch. Nebenbei, also wenn gleich das Video wieder hochlädt, werde ich weiter Vikings gucken. Und wahrscheinlich ein bisschen Diablo weiterspielen. Ich bin da letztens erstmalig in die Bestenliste gekommen. Ich war so stolz auf mich, das glaubt ihr gar nicht. Ich war so stolz auf mich. Ah, Schmutz hätte ja kloppen können. Und ja, absolut nice. Mega Spaß gemacht. Vorhin auch im Dämonenportal. Den ersten Tag hatte ich 20% abgezogen. Und dann hatte ich vorhin versucht, dann habe ich den einfach 70% reingedrückt, ne? Also, das war richtig heftig. Jau! Das ist halt so krass beim Berserker, wie das halt mal so, ne? Also, es ist halt schon echt heftig. Was? Die letzten Male hat das immer ohne Probleme funktioniert. Ja. Nice, vielen Dank. Ich wollte nur, dass angezeigt wird. Und ja, schauen wir mal. Nein. Oha. Oha, okay, das war bitter nötig. Hier auch, WTF. Okay. Guten Morgen. Wird zwar ein bisschen teuer. Aber mach mal mit Pilzen. So, zack. Dann kannst du hier... Ne, kannst du nicht mehr. Scheiße. Ja, nice. Kunigunde auch wieder besser geworden. Ist es so langsam wird's, ne? Also. Kann ich. Nee. Ich muss gucken, dass ich einen Gegenstand bekomme außen. Für die. Sorry, ich bin heute ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Für die Toilette. Dass ich da halt einfach mal ein bisschen vorankomme. Das habe ich so vernachlässigt die letzten Wochen. Weil ihr könnt ja mal sagen, was ihr da für eine Stufe habt. Ich habe es halt, wie gesagt, total vernachlässigt. Und halt, ja, einfach, würde er jetzt sagen, scheiße gewesen, aber, ja, es war halt einfach nicht gut. Hier bin ich auch fast wieder am Ende, ich glaube, das sind auch nur 3 Pilze, hier gibt es halt auch nur einen Pilz, so total unnötig, finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie das Free-to-Play-Spieler sehen,
ob die das cool finden, dass es hier denn mal ein Pilz oder drei Pilze gibt. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gibt mir nichts, absolut nichts. Da finde ich die Steine oder die IP nicer. Ja, der Aufstieg so oder so. Ist natürlich immer besser, wenn man gerade ein Level gemacht hat und hier irgendwie beim Viertel vom Balken ist, irgendwie hier vorne, so in dem Bereich, ne? Wenn das so ist wie jetzt bei mir, hab 132 Millionen schon gesammelt und krieg dann den Aufstieg, ist halt RIP. Deswegen, da muss ich mich mal ein bisschen ranhalten. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf IP. damit das nicht quasi verschwendete Liebesmüh ist. Ja. Ansonsten, seht ihr ja, geht alles gut voran. Mit der Gede haben wir sogar auch hier nicht den Gedenkampf. Also den haben wir auch gewonnen. Mega nice, ja. Das hatte ich euch gestern schon gezeigt, ne? Lass mich mal gucken. Nee. Das war aber das hier. Mega nice. Immer wieder fast unter den Top 50. Und auf jeden Fall sind wir bei den Welts, sind wir gut mit dabei. Vor allen Dingen war da noch ein bisschen Luft nach oben. Ich zeige euch das mal kurz. War ganz nice. Und selbst Aleximus durfte mal ein bisschen draufkloppen. Mega gut. Und dann waren wir hier hinten beim Großmal des Verderbens und... Ja, eigentlich kann er mir gar nichts, ne? Und wenn ich denn mal vernünftige Kombos raushaue, dann klappt das auch. So wie gerade, da war ein richtig guter Hit dabei gewesen. War, glaube ich, 7 Millionen oder so. Und ja, aber das kommt halt einfach viel zu selten vor. Aber ansonsten, ja, können die Gegner mir nicht wirklich viel. Momentan, also da können wir auf jeden Fall, denke ich, ganz gut durchpushen. Bei den Genpads, jetzt wo ich hier blinken sehe... Weiß ich, lohnt sich das? Soll ich das noch weiter ausbauen? Bleibt das beim nächsten Pad bestehen? Oder geht das wieder auf Null? Das wäre halt total RIP. Weil es dauert halt noch eine Weile. Hier 39, 45, 32, total schlecht. 40 und Wasser war am weitesten. Dann sind wir auf 53. Da können wir mal gucken. Aber ich glaube, das dauert auch noch. Nein, gar nicht. Nice. Ich würde sagen, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen mega, aber gibt es in den Sommertagen. Oh, aber hier den Unterbiss. Unterbiss, ja, ist auch nice. Geil. Liebes. Ich liebe es absolut. Mega gut. Mega gut. Den Sonntagnachts eventuell, mal gucken. Ne, vielleicht kriegen wir den ja. Aber ich geier da auch nicht drauf, ne, bin ich ganz ehrlich. Wenn es kommt, dann kommt's und ja, wie letzten gerade vorhin haben wir ihn hier bekommen. Schneegrim kam plötzlich, habe ich das Ei bekommen, mega gut. Und alle anderen hier dauern aber noch einen Moment, einfach weil da muss ich halt so oder so noch ein bisschen länger warten, weil das einfach ja denn immer eins drüber ist, ne? Hier bei Wasser ist es halt direkt im Anschluss gewesen, aber hier muss ich halt immer ein bisschen länger warten. Hier bei Feuer, den kann ich dann halt auch bald benutzen für den Phönix, für Feugel. Aber ansonsten wird das noch ziemlich lange dauern. Das war's auch schon wieder mit dieser verwirrten Folge heute, Freunde. Es tut mir leid, dass das so ein bisschen kritisch ist. Hier unten, ihr seht's, wir werden, denke ich, demnächst ein paar Mitglieder raushauen. Wenn ihr also Interesse habt, dann meldet euch ruhig. Und dann werden wir sehen, was ich machen lässt. Ich hatte hier eine Anfrage auf Englisch. Ich weiß nicht, ob er in der neuen Gilde mittlerweile wieder drin ist. War nur im White Guild. In Level 40, da muss doch mehr kommen. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Momentan läuft es mega gut, auch auf YouTube. Vielen, vielen Dank für euer Interesse an den Videos. Und ja, schauen wir einfach mal, wo die Reise noch hingeht. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und denkt dann, sagt mal, wo ihr mit den Runen seid. Nutzt ihr, ich sag mal, das Alter Ego
Warte, jetzt wo ich gerade noch dran bin. Ja, okay, ich habe alle. Nutzt ihr das Alter Ego, das hier zum Farmen, oder lasst ihr das ganz außen vor? Würde mich echt mal interessieren. Weil hier habe ich ja zum Beispiel Qualität von Gegenständen plus 2, Widerstand gegen alles, Erfahrungsbonus, also ist halt quer durchgewürfelt. Widerstand gegen Blitze, Eischaden, Qualität von Gegenständen plus 2, Widerstand, Lebensenergie. Das war ja im Halloween Dungeon alle Gegenstände an Lebensenergie plus gegeben, mega nice. Und Widerstand gegen 1. Und dann gibt es ja die Gegenstände, hier wie hier Goldbonus, 10% pro Abenteuer oder EP-Bonus, sowas halt. Ne? Nutzt ihr das? Nutzt ihr die Vogelscheuche oder ist euch das egal? Das würde mich halt echt mal interessieren. Jetzt schmeißen wir noch schnell die Sonnenbrille rein, bevor ich es halt vergesse. Zack. Und dann können wir schon bald wieder spielen. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut.